Damit hey Jaffen und willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Grundsätzlich gibt es zwei Dinge, um die es heute geht, nämlich um eure Videoideen und um mein Essen bzw. die Videoidee, die eben ich schon bekommen habe heute. Ich habe heute von einem Freund die Videoidee bekommen, falls erwähnt werden will, dann schreibe ich den in die Kommentare oder in die Infobox. Ja, er hat geschrieben, ja, ich soll Hearthstone aufnehmen und daneben über die Jahreszeiten reden. Das werde ich gerne machen, denn das ist ein Zuschauerwunsch und das mache ich auch. Wen das nicht interessiert, der braucht ja nicht zuschauen, aber der kann gerne auch einen Wunsch gleich jetzt einreichen. Warum habe ich jetzt gerade was in die Hand genommen? Keine Ahnung. Aber der kann es jetzt bitte oder auch nicht bitte runterschreiben, wenn er will oder wenn er nicht, dann nicht. Oder wenn er keine Idee hat, dann auch nicht. Aber das versteht ihr schon. Okay, dann geht es noch um mein Essen, das ich mir gerade gemacht habe. Und ja, ich bin stolz auf mich, auch wenn es nur Würstchen waren. Euch viel Spaß mit der Runde Hearthstone und dem Thema Jahreszeit. Man kennt das ja. Im April fällt noch immer der Schnee. Denn man sagt ja nicht umsonst. Der April, der macht, was er will. Ja, ich denke mal, ihr habt das alle schon gehört. Und ja. Das Thema lautet also, wie hat sich der Frühling bis jetzt verändert? Eigentlich ja, alle Jahreszeiten. Viele Leute glauben, das liegt am Klimawandel. Und ja, teilweise kann man sagen, das stimmt schon, aber teilweise kann man das gar nicht so behaupten. Der Mensch hat einen Jahreskreis definiert. Der muss aber nicht hundertprozentig zu dem Jahr, wie es die Natur selbst vorgesehen hat, passen. Das heißt, es kann theoretisch bei uns sogar noch im Mai schneien und das müsste nichts mit der Erderwärmung zu tun haben. Was dann aber wirklich komisch wäre, wenn der Winter dann viel früher beginnen würde, wenn er irgendwie schon im Herbst beginnen würde. Tut er oft schon, aber der richtige Winter beginnt normalerweise erst bei uns zumindest irgendwie im Jänner oder so. Zu Weihnachten haben wir meistens gar keinen Schnee. Ich meine, ein bisschen vielleicht, aber eigentlich normal nicht. Das heißt, der Winter fängt eigentlich erst ziemlich spät an. Dann ist es klar, dass er auch ziemlich spät wieder aufhört. Das heißt, die Jahreszeiten, die haben vielleicht damals gepasst, wie man sie so eingeführt hat. Aber dennoch verschiebt sich das alles ja trotzdem dann auch. Trotzdem der Grund für die ganze Jahreszeitenänderung, den kann man ja nicht behaupten, den kann man nicht nennen. Ich meine, früher war es schon so, dass man zu Weihnachten Schnee hatte, beziehungsweise zu Ostern keinen Schnee hatte. Und das war auch besser so, natürlich, ist klar. Aber man kann nichts dagegen machen und es passiert so, wie es passiert. Das Einzige, was wirklich nervt, ist, wenn dann zu Ostern der Schnee liegt, den man sich eigentlich zu Weihnachten gewünscht hätte. Weihnachten wäre wirklich, wirklich so viel schöner, ohne Witz jetzt, wäre es so viel schöner, wenn man es mit Schnee feiern könnte. Das würde einfach die Atmosphäre komplett bessern und es wäre einfach viel idyllischer. Jesus ist ja scheinbar in der kalten Nacht in Bethlehem geboren. Das wäre ja einfach krank, oder? Naja, auf jeden Fall soll es ja jetzt nicht um Weihnachten gehen. Es soll generell um die mehr oder weniger Jahreszeiten gehen. Früher hat man sich gefreut, wenn man zu Weihnachten Schnee hatte und es war aber auch ein Standardfall. Da hat man sich sogar überlegt, sollten wir das Gewand für draußen mitnehmen, wenn man zu der Oma fahrt. Da
Da ist dann meistens sehr viel Schnee gelegen und ja, da hat man perfekt draußen spielen können. Ich meine, verstehe mich nicht falsch, ich würde jetzt trotzdem nicht mehr wirklich draußen spielen. Aber es würde einfach die Atmosphäre so viel steigern. Und ja, und jetzt haben wir also es ist jetzt noch verdammt kalt. Und ja, wirklich der Frühling, ich meine, ein paar Mal war es schon wirklich sehr warm. Dann dachte man, ja, okay, jetzt ist der Winter vorbei und der Frühling hat komplett angefangen. Und ja, das stimmt irgendwie schon. Aber irgendwie, abgesehen davon, vom April, der macht, was er will. Das kann man irgendwie so schon so sagen. Aber irgendwie ist trotzdem noch, mehr oder weniger, der Winter erst gerade gegangen. Er hat jetzt gerade erst zu uns Adieu gesagt. Auf jeden Fall Jahreszeiten. Was ist das überhaupt? Also wir Menschen, wir dürfen uns sowieso nicht aufregen. Das Einzige, was wirklich nervig ist, ist, dass jetzt Pflanzen, die schon zu blühen begonnen haben, weil es eben schon warm war ein paar Tage, dass diese dann einfach, naja, wie soll ich sagen, ihre Blüten verlieren durch den Schnee. Na gut, es sind noch nicht alle Bäume auf, also noch nicht alle Pflanzen aufgeblüht. Also noch nicht so viele, kann man sagen. Es sind vielleicht doch nicht alle Blüten abgestorben, aber großteils ist es trotzdem ein großes Risiko. Und das passiert ziemlich oft heutzutage schon. Das mit dem Wetter, das wird nicht unbedingt besser. Aber man kann sich nicht beschweren. Frühling ist ja generell die Jahreszeit, wo es sehr viel regnet. Deswegen kann es auch mal leicht sein, dass der Frühling diese Jahreszeit ist, wo es dann eben nochmal schneit. Das passiert einfach, weil es dann vielleicht mal unter 0 Grad hat, zufälligerweise. Und dann, ja, dann ist es halt mal Schnee. Ich denke aber mal, dass das gar nicht so wirklich wegen dem Klimawandel ist. Ich denke, dass es einfach generell von der Zeit ist. Ich meine, Zeiten ändern sich. Es passieren andere Sachen. Es leben neue Tiere. Es sterben andere Tiere aus. Es entwickelt sich alles. Zeiten ändern sich. Da kann man auf jeden Fall nichts dagegen sagen. Und ich meine, natürlich, Klimawandel, der besteht. Nur die ganzen Auswirkungen, die wir gerade haben, ob das dann wirklich der Klimawandel ist, das kann keiner sagen. Zumindest keiner fix beweisen. Es ist Fakt, dass es den Klimawandel gibt. Und ich bin mir ziemlich sicher. Aber ob der wirklich so schlimm ist, wie gemeint wird, das weiß ich eben nicht. Theoretisch könnte es sogar sein, dass wir gerade zwischen einer Eiszeit sind und ja, dass wir deswegen gerade wärmeres Klima haben. Wenn dann die Eiszeit wieder kommen wird, dann wird es wieder kälter werden. Logischerweise. Wenn wir jetzt die Jahreszeiten alle hernehmen, also Sommer, Herbst und Winter, dann merkt man auch recht schnell, dass die Sommer wirklich heißer geworden sind. Und wir hätten die letzten paar Jahre wirklich eine Wasserknappheit. Ich meine, letztes Jahr weiß ich es gerade nicht, aber auf jeden Fall die letzten paar Jahre kam es ein paar Mal vor, dass Wasser eben knapp war, weil es eben so heiß war und so trocken. Das ist wirklich ein großes Problem und eigentlich könnte das wirklich am Klimawandel liegen. Das bedenke ich aber gerade nicht, denn das kann einfach mal passieren, dass es im Sommer so heiß ist, dass es eben mal eine Trockenzeit gibt. Und ja, man kann es eben nicht beweisen. Ich persönlich merke im Herbst gar nichts. Also das Wetter ändert sich im Herbst für mich irgendwie gar nicht. Also für mich ist das Wetter im Herbst wirklich so wie früher. Und den Winter habe ich eigentlich schon angesprochen. Der Winter, der verschiebt sich sehr in die andere Richtung. Es wird sehr schnell kalt. Das muss man schon zugeben. Es wird sehr schnell kalt. Es wird schon, weiß ich nicht, Oktober, November wird es schon ziemlich kalt. Und ja, das liegt aber daran, glaube ich, dass es immer schon so war. Also ab Oktober war es eigentlich generell immer schon kalt. Und ja, und dann wird es halt eben bis zum Frühlingsbeginn mal auf jeden Fall kalt bleiben. Und es ist dann klar, ab Frühling wird es dann wieder wärmer. Das ist logisch. Aber trotzdem kann es noch schneien im Frühling. Da braucht es einfach mal nur unter 0 Grad und ja, dann schneit es. Es gibt sehr viele Sachen, wie man schon sieht in diesem Video. Es dauert jetzt schon mehrere Minuten. Und man kann wirklich viel über das Wetter sagen. Nochmal kurz zum Gameplay. Ich habe ein paar Runden verloren. Ein paar Runden habe ich gewonnen. Ein paar Runden waren so knapp und ja, da kann man nichts machen. Auf jeden Fall habe ich euch ein paar reingeschnitten. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Danke fürs Zusehen. Schickt mir doch eure Videoideen ein. Und ja, dann haut mal wirklich gewaltig rein. Und ciao!